Die heute veröffentlichten Konjunkturdaten zeigen insgesamt ein gemischtes Bild. Einerseits konnte die Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe in den USA sehr positiv überraschen. Der Wert liegt mit 57,1 Punkten sehr stark erholt und deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Das zeigt, dass die Unternehmen aus dem Dienstleistungsgewerbe mit einer deutlichen Dynamisierung ihrer Geschäftsaktivität in den kommenden Monaten rechnen. Allerdings dürfte die Verschärfung der Infektionslage in vielen Bundesstaaten der USA aus den letzten Tagen hier noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Für Deutschland wurden die Auftragseingänge in der Industrie für den Monat Mai bekannt gegeben. Mit einem Plus von über 10% konnten die negativen Werte aus April sehr stark überstiegen werden. Allerdings konnten die Erwartungen nicht getroffen werden und im Vergleich zum Vorjahresmonat liegen die Auftragseingänge immer noch rund 30% unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig gibt das IFO-Institut die Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Unternehmern bekannt, der zufolge etwa 21% der befragten Unternehmer die Corona-bedingten Einschränkungen als existenzbedrohend bezeichnen. Es ist also davon auszugehen, dass in den kommenden Monaten noch einige Unternehmensinsolvenzen die Nachrichtenlage prägen werden. Vor diesem Hintergrund rücken die in dieser Woche noch anstehenden Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Und das sind zum einen die Industrieproduktionsdaten für Mai aus Deutschland, Italien und Frankreich und zum anderen für Deutschland die Export- und die Importdaten ebenfalls für Mai. Wenn man bedenkt, dass in vielen wichtigen Exportabnehmerstaaten Deutschlands, vor allen Dingen in größeren Schwellenländern und zunehmend eben auch in den USA, die Infektionslage nach wie vor kaum oder gar nicht unter Kontrolle ist, könnte es hier zu Enttäuschungspotenzial kommen.